Navigationsaufgabe Nummer 3. Ein Sportboot befindet sich am 23.05.2011 in der Deutschen Bucht auf der Fahrt aus der Jade nach Langeoog. Um 13.30 Uhr wird die Tonne 1B Jade 1 nahe bei passiert. Die Fahrt über Grund wird mit 6 Knoten angenommen. Frage 1. Entnehmen Sie der Seekarte die geografische Position des Sportbootes um 13.30 Uhr. Im Aufgabentext hatten wir gegeben, dass wir um 13.30 Uhr nahe bei der Tonne 1B Jade 1 sind. Das heißt für uns, wir nehmen an, genau auf dem Punkt am unteren Ende der Tonne zu sein um 13.30 Uhr, also hier. Nun übertragen wir dies einmal in eine östliche Länge und anschließend in eine nördliche Breite. Wir werden das Ganze mit dem Kursdreieck machen. Wir legen unser Kursdreieck im Winkel von 90 Grad an den nächstgelegenen Breitengrad und schauen, dass wir hier durch den kleinen Punkt gehen, zeichnen uns dann die Position ein. Dieses hier. Wir haben hier oben 7 Grad 30 Minuten, hier haben wir 7 Grad 40 Minuten, 41, 42, 43, 44. Wir kriegen raus 7 Grad 44 Minuten östlicher Länge. Anschließend bestimmen wir die nördliche Breite. Dazu nehmen wir unser Kursdreieck wieder, gehen diesmal im Winkel von 90 Grad an den nächstgelegenen Längengrad. Also stellen hier die 90 Grad ein, schauen, dass wir hier durch den kleinen Punkt gehen. Markieren uns dann die Stelle am rechten Kartenrand. So. Und wir haben hier 53 Grad 50 Minuten, 51 Minuten, 52 Minuten, 52,2, 52,4. Wir kriegen raus 53 Grad, 52,4 Minuten nördlicher Breite. Frage 2. Von dieser Tonne aus wird der Kurs auf die Tonne Akuma E abgesetzt. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein. Wir suchen die Tonne Akuma E. Diese befindet sich hier. Die Tonne 1B Jade 1 hatten wir ja schon bei der Frage 1. Diese ist hier. Nun tragen wir den Kurs von der Tonne 1B Jade 1 zur Tonne Akuma E ein. Mit unserem Kursdreieck. Frage 3. Wie lautet der rechtweisende Kurs? Wir haben unser Kursdreieck liegen gelassen. Nun nehmen wir unser Anlegedreieck und verschieben unser Kursdreieck zum nächstgelegenen Längengrad. Genau so, dass wir mit dem Nullpunkt genau auf dem Lenkrad sind und wir kriegen raus entweder 42 Grad oder 60 Grad. Wir machen uns kurz bewusst, welches Ergebnis das richtige sein wird. Wir fahren von der Tonne 1B Jade 1 zur Tonne Akuma E, heißt in diese Richtung. Und dann kriegen wir auch einen Kurs raus, der zwischen 180 und 270 Grad liegt. Heißt, in diesem Beispiel nehmen wir die 240 Grad. Sehr, sehr wichtig, macht euch immer bewusst, in welche Richtung ihr fährt und nimmt dann auch den richtigen Kurs. Die schreiben wir uns gleich auf. Aufgabe 3, RWK gleich 240 Grad. Frage 4, die Ablenkung beträgt minus 2 Grad. Die Missweisung ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der Magnetkompasskurs? Genau, wir stellen das Beschickungsschema auf und ermitteln noch die Missweisung. Dies machen wir zuerst. Die Missweisung im Jahr 2010 beträgt 0 Grad, 5 Minuten West und pro Jahr kommen 5 Minuten Richtung Ost dazu. Heißt, im Jahr 2011 haben wir genau eine Missweisung von 0 Grad. Zur Erinnerung, ab und einschließlich 30 Grad runden wir auf
unter 30 Grad, ohne die 30 Grad runden wir ab. Wir stellen unser Beschickungsschema auf. Der Magnetkompasskurs beschickt um die Ablenkung. Er gibt unseren noch missweisenden Kurs, beschickt um die Missweisung. Er gibt unseren rechtweisenden Kurs. Diesen haben wir gegeben, 240 Grad. Die Missweisung haben wir ermittelt. Diese beträgt 0 Grad. Heißt, wir haben einen noch missweisenden Kurs von 240 Grad. Die Ablenkung haben wir der Aufgabenstellung gegeben, diese beträgt minus 2 Grad. Heißt, wir fragen uns, was minus 2 ergibt. 240, genau, 242. Wir kriegen raus, Aufgabe 4, der Magnetkompasskurs beträgt 242 Grad. Frage 5. Wann wird die Tonne Akkuma E voraussichtlich erreicht? Genau, wir wissen, wo wir um 13.30 Uhr waren, bei der Tonne 1B Jade 1. Jetzt messen wir die Distanz von der Tonne 1B Jade 1 zur Tonne Akkuma E und mit der gegebenen Geschwindigkeit von 6 Knoten berechnen wir anschließend die Zeit, die wir brauchen, von der Tonne 1B Jade 1 zur Tonne Akkuma E. Nun messen wir die Distanz zwischen den beiden Tonnen mit unserem Marinezirkel. So, und dann lesen wir am linken oder rechten Kartenrand die Distanz ab. Zur Erinnerung, wir dürfen dies nur am linken oder rechten Kartenrand machen, da wir winkeltreue, aber nicht maßstabstreue Karten haben. Eine Seemeile, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,2. Wir kriegen raus eine Distanz von 10,2 Seemeilen. Genau, die Distanz schreiben wir uns auf. Distanz klein d gleich 10,2 Seemeilen. Im Aufgabentext hatten wir auch die Fahrt über Grund oder auch Geschwindigkeit genannt, gegeben. Diese kürzen wir ab mit einem kleinen v für Velocity. Das ist Englisch und heißt Geschwindigkeit. 6 Knoten. Knoten, ein bisschen schöner, ist, und wir merken uns hier noch gleich, ein Knoten ist gleich eine Seemeile pro Stunde. Wir stellen wieder auf, die Geschwindigkeit ist definiert als die zurückgelegte Strecke durch die dafür benötigte Zeit. Jetzt machen wir mal T durch V, dann kriegen wir raus, die Zeit T ist gleich die Distanz D durch die Geschwindigkeit V. Wir setzen ein. Die Distanz d ist ja 10,2 Seemeilen geteilt durch die 6 Knoten. Und wir setzen hier Knoten gleich mit Seemeilen pro Stunde, also 6 Seemeilen pro Stunde. Und wenn wir etwas im Nenner teilen, können wir es auch oben im Zähler multiplizieren. Das machen wir gleich. Die Seemeilen kürzen sich raus. Und jetzt haben wir 10,2 durch 6 und würden Stunden rausbekommen. Hier ist es aber oft hilfreicher, das Ganze in Minuten zu haben. Damit können wir in der Regel mehr anfangen. Heißt, wir erweitern das jetzt so, dass wir Minuten rauskriegen mit einer schlauen 1. Machen mal 60 Minuten durch eine Stunde. Dies ist ja genau 1. Dann kürzen sich die Stunden raus. Bleibt übrig 10,2 mal 60 durch 6. Wir können jetzt natürlich als erstes auch 10,2 mal 60 machen. Oder wir schauen genau hin und sehen, 60 durch 6 ist ja genau 10. Das heißt, wir haben noch stehen 10,2 mal 10 Minuten. Und wenn wir das ausrechnen, einfach mal 10, das Komma verschiebt sich 1 nach rechts, dann kriegen wir raus 102 Minuten. Ja, wenn ihr das nicht so seht, könnt ihr einfach in den anderen Videos schauen, da habe ich ganz oft schriftlich multipliziert und schriftlich dividiert. Wenn man das sieht, geht es natürlich ein bisschen schneller. Wir haben hier die Zeit und jetzt wollen wir noch eine Uhrzeit angeben. Wir waren um 13.30 Uhr bei der Tonne 1B Jade 1. Schreibe ich hin, 1B Jade 1. Und wir sind jetzt 102 Minuten unterwegs, heißt 1 Stunde 42 Minuten. Wir kriegen raus, wir sind um 15.12 Uhr bei der Tonne Akkuma E.
Das ist dann auch unser Ergebnis. Frage 6. Auf Position 53 Grad, 49,5 Minuten nördlicher Breite, 7 Grad, 36,8 Minuten östlicher Länge, ca. 1,9 Seemeilen nordwestlich der Ansteuerungstonne Otsumer Baie finden Sie einen roten Eintrag mit einem A. Was bedeutet diese Eintragung in die Seekarte? Genau, wir haben hier die Tonne Otsumer Baie, 1,9 Seemeilen nordwestlich, haben wir die Eintragung. Dies ist eine rote Raute mit einem roten Buchstaben. Eine rote Raute mit einem roten Buchstaben ist eine Stromraute. Für den SBFC müssen wir uns dies einfach merken. Für den SKS zum Beispiel könnte man es gegebenenfalls auch in der Int 1 nachschauen. Für den SBFC merken wir uns, rote Raute mit einem roten Buchstaben ist eine Stromraute. Frage 7. Um 14.30 Uhr wird mit dem Peilaufsatz des Magnetkompasses eine Kreuzpeilung durchgeführt. Die Ablenkung für den anliegenden Kurs beträgt minus 2 Grad. Die Missweisung ist der Seekarte zu entnehmen. Tonne TG15, Magnetkompasspeilung von 292 Grad. Tonne TG17, Weser 1, Magnetkompasspeilung von 347 Grad. Und für die Tonne Akuma E haben wir eine Magnetkompasspeilung von 234 Grad. Die Frage lautet, wie lauten die rechtweisenden Peilungen? Genau, die Missweisung ist der Seekarte zu entnehmen, beziehungsweise wir haben die ja bei der vorherigen Aufgabe schon bestimmt. Die ist immer noch 0 Grad. Was wir jetzt machen ist, wir stellen unser Beschickungsschema auf, diesmal für die Peilungen. Wir schreiben hin, die Magnetkompasspeilung beschickt um die Ablenkung ergibt unsere noch missweisende Peilung, beschickt um die Missweisung ergibt unsere rechtweisende Peilung. Wir haben hier 3 Tonnen. Ich schreibe hin einmal die Tonne TG15, die Tonne TG17 und die Tonne Akuma E. Genau, die Magnetkompasspeilung von der Tonne TG15 war 292 Grad, von der Tonne TG17 347 Grad und von der Tonne Akuma E 234 Grad. Die Ablenkung war minus 2 Grad bei allen Tonnen. Das heißt, wir kriegen raus 290 Grad, die missweisende Peilung. 345 Grad und 232 Grad. Die Missweisung ist immer noch 0 Grad. Das heißt, schreiben wir es hier hin, 0 Grad plus 0 Grad plus 0 Grad, dann kriegen wir raus 290 Grad, 345 Grad und 232 Grad. Heißt, unser Ergebnis ist, die Tonne TG15 hat eine rechtweisende Peilung von 290 Grad. Die Tonne TG17 hat eine rechtweisende Peilung von 345 Grad. Und die Tonne Akuma E hat eine rechtweisende Peilung von 232 Grad. Frage 8. Tragen Sie die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte ein. Die Peilung zur Tonne TG15 beträgt 290 Grad. Dieses stellen wir nun mit unserem Kursdreieck an unserem Längengrad ein und zeichnen diese dann in die Seekarte ein. Wir haben hier die 290 Grad eingestellt, verschieben nun unser Kursdreieck mit dem Anlegedreieck, sodass wir genau durch den kleinen Punkt am Sockel der Tonne gehen und tragen dann unsere Standlinie in die Seekarte ein. Anschließend machen wir das gleiche mit der Tonne TG17. Dafür haben wir eine rechtweisende Peilung von 345 Grad. Diese stellen wir auch wieder an unserem Längengrad ein. Genau, wir haben hier die 345 Grad.
Der Nullpunkt geht durch unseren Lenkrad. Und legen wir unser Anlegedreieck hier an und verschieben unser Kursdreieck so lange, bis wir wieder durch den kleinen Punkt am Sockel der Tonne gehen. Zeichnen dann die Standlinie zur Tonne TG17 in die Seekarte ein. Und genau da, wo sich beide Standlinien kreuzen, haben wir unseren OB. In diesem Beispiel haben wir sogar drei rechtweisende Peilungen. Das heißt, wir werden ein Dreieck rauskriegen und in diesem werden wir uns mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit befinden. Die letzte Peilung beträgt 232 Grad und diese ist auf die Tonne Akuma E. Tragen wir auch ein, nachdem wir erst unser Kursdreieck einstellen. Wir haben hier oben den Nullpunkt genau auf dem Lenkrad, hier unten die 232 Grad. Nun verschieben wir mit unserem Anlegedreieck hier unten unser Kursdreieck. Genau so, dass wir durch die Tonne Akuma E mit unserem Kursdreieck gehen. Dann tragen wir unsere dritte Standlinie ein. Und wir kriegen dann hier ein kleines Dreieck heraus. Und wie gesagt, in diesem werden wir uns mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit befinden. Frage 9. Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Topzeichen der Tonne Akuma E. Die Farbe finden wir unter der Tonne. Hier steht ein R, ein W, Englisch für Red, White, zu Deutsch Rot-Weiß. Und in der Tonne haben wir einen senkrechten Strich. Immer wenn wir einen senkrechten Strich in der Tonne haben, ist diese senkrecht gestreift. Also die Farbe Rot-Weiß senkrecht gestreift. Die Kennung finden wir neben der Tonne. Wir haben einmal ISO stehen für ISOFACE, zu Deutsch Gleichtaktfeuer. Wir haben keine weitere Bezeichnung für die Farbe, dann ist es immer ein weißes Feuer. Und hier darf man sich auch nicht von dem gelben Feuer, von der gelben Befeuerung verwirren lassen. Für die gelbe sowie für die weiße Befeuerung zeichnen wir in der Seekarte immer eine gelbe Befeuerung ein. Einfach weil eine weiße Befeuerung bei zum Beispiel weißem Hintergrund sehr, sehr schwer zu unterscheiden wäre. Also ein weißes Gleichtaktfeuer und hinten haben wir die Wiederkehr, dieses 8 Sekunden. Also die Kennung, weißes Gleichtaktfeuer mit 8 Sekunden Wiederkehr. Das Topzeichen ist ein Ball, das erkennen wir hier oben an dem kleinen Kreis, und zwar ein roter Ball. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen bei der Prüfungsvorbereitung. Wenn dem so ist, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.